Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3 im letzten Part. Oh Gott, keine Ahnung. Wie immer habe ich vergessen, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich glaube, wir waren im letzten Part unter anderem mit Rideau in einer Bar und haben seine Sonnenbrille bekommen. Was müssen wir tun? Nova wartet in Drillin. Was sagt denn die Karte? Was sagt denn die Karte? Die sagt, ich habe in Marksburg noch eine Quest. Die sagt, ich habe in Dings noch eine Hauptquest und eine Freundschaftsquest. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt nach Marksburg reisen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich machen wollte. Oh Gott. Aber ich habe leider das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird, wie immer. So, und die Quest ist natürlich in dem Bereich drüben. Dann gehen wir auch mal in den Bereich drüben. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Und dann irgendwo... Oh, leck. Irgendwo da hinten. Da so irgendwo. Ne? Ne? Ah ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier hinter kann. Hier steht Gaius. Hallo. Na dann, Herr, was willst du? Hey, das ist der. Das ist der erste Händler aus Rizomaxia, der ein Geschäft in Marksburg eröffnet hat. Ach ja, und wer will das wissen? Ich bin Leia Rolando, Reporterin vom Triglypher Tagblatt. Ich hätte gehofft, ihr hättet vielleicht etwas Zeit für ein Interview? Ach, ein Interview? Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit für solche Kindereien. Kindereien? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie viele Abonnenten unsere Zeitung hat? Lass gut sein, selbst wenn es diese Zeitung wirklich geben sollte, kann ich meine Zeit nicht mit Geplauder verschwenden. Hey, Alter, es gibt keinen Grund, zu diesem Mädchen so unfreundlich zu sein. Jetzt aber mal langsam. Witzig, dass ihr von Verschwendung redet, denn genau darüber wollte ich mit euch sprechen. Vor allem, was die wirtschaftliche Lage in Olympias betrifft. Glaubt ihr, dass diese Verhandlungen vergeblich sind? Oder werden die Rizomaxianer gegenüber der olympionischen Wirtschaft lautere Wettbewerbspraktiken anwenden? Sieh mal einer an, ihr scheint ja doch zu wissen, wovon ihr redet. Also gut, ihr habt 10 Minuten, Kleine. Stellt eure Fragen. Vielen, vielen Dank. Das wird sicher eine tolle Story. Das will ich doch hoffen. Wir haben ganz schön überzogen. Stimmt, das tut mir sehr leid. Ihr müsst euch nur entschuldigen, wenn dieses Interview eine Verschwendung meiner Zeit darstellt, aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Auf keinen Fall. Das alles kommt in einen großen Artikel, den ich zu diesem Thema schreibe. Die Leute müssen davon erfahren. Nö. Das ist gut zu wissen. Denkt dran, Kleine. Eure Taten sind das Einzige, was darüber entscheidet, ob das, was ihr macht, Verschwendung ist oder nicht. Einen fairen Wettbewerb mit Olympias auszuhandeln wird schwierig, aber wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, damit er eines Tages wahr wird. Genau. Whatever. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Das können wir ja sogar gleich hier machen. Ach, hier kann ich jetzt wieder sprinten. Ihr müsst wissen, momentan spiele ich offscreen wieder Tales of Xillia 1, um da endlich mal... War das echt auf der anderen Seite? Um da endlich mal die Trophäe, Platin, also die Platin-Trophäe zu bekommen. Wenn jetzt nicht die letzten Tage schon ein Infovideo diesbezüglich kam, beziehungsweise ein Bonuspart, dann kommt die nächsten Tage noch ein Bonuspart. Sobald ich das geschafft habe, werde ich dann nämlich natürlich hochladen, dass ich es geschafft habe. So, zeig mal her. Danke. So, hierfür brauchen wir nach wie vor eine Tengu-Maske. Keine Ahnung, wo man die herbekommt. Keine Ahnung. Duvalbar. Ich guck mal kurz, ob ich die schon habe, ob ich das einfach schon abgeben kann quasi. Aber ich glaube nicht. So, was haben wir hier noch? Aha, Teil 3. I see. Ja, da muss ich noch rausfinden, wo ich die Dinger hier bekomme. Für das Symphonia, das Graces, das Eternia, Xillia. Also hier steht Sheraton, hier steht Drillin. Ah ja, Moment, das Zauber, das Wasserband, das konnte ich auch, wenn ich ein bisschen Geld habe, synthetisieren, Dingens. Und das hier bekommt man scheinbar an Canberra. Caius Klos. Und das...
Auf der Torbelen Höhenstraße, okay. Ich werde versuchen, mir das zu merken. So, dann gucke ich jetzt nochmal schnell nach Duval in die Bar, wo hier der Auftraggeber ist, dem ich die Maske bringen soll. Okay, cool. Oh. Okay, cool. Aber irgendwie ist hier niemand, dem ich diese Quest bringen kann. Augenblick. Ereignisliste. In Arbeit. Liefere die Maske an den Händler. Oh, Duval, Bar, Film Noir. Einlösen. Ja, nee. Eine blaue Katze hat mein Handwerkzeug Werkzeug geklaut. So kann ich nicht arbeiten. Sie lief nach Jolene. Ah, okay, gut. Ich verstehe. Jolene. Gut. Dann bleibt uns wohl nicht mehr so viel übrig, als nach Drellin zu fahren. Drellin. Ich hoffe, dass ich bald dann wieder ein bisschen Geld zusammen habe. Momentan habe ich 7000, weil ich will die Schleife noch einlösen. Moment mal, kann ich bei dir hier synthetisieren? Nee, oder doch? Doch. Wasserband. Dafür brauchte ich ein hübsches Band und ein Aquamarin. Ah ja, das hübsche Band gab es hier nicht. Aber Aquamarin kann ich herstellen. Gut, haben wir mal gemacht, aber das hübsche Band. Ich muss echt noch rausfinden, wo ich das bekomme. Ansonsten stand da aber auch, dass ich in Sheraldon irgendwo in, Wasserband bekomme. Aber wo sollte ich denn hier ins herbekommen? Von dem Händler? Also das wäre natürlich am logischsten, oder? Von dem Händler. That's a nice breeze. I could stand here all day. Da echt mal. Wie wäre es denn mit, ganz einfach mit dem Händler? Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Also man kann es hier nicht kaufen, aber man kann hier ein... Ach nee, scheiße, man kann hier ein schickes Band kaufen, aber ich glaube, ich brauche ein hübsches Band, ne? Oder ich brauche ein hübsches Band. Fuck. Hier ist nur schickes Band und Streifenband. Mann, wieso wird mir denn dann Sheraldon angezeigt? Da stand Ort Sheraldon, also muss es hier irgendwo sowas geben. Entweder das Wasserband selbst oder halt ein... hübsches Band. Ach, Mann. Aber gut, ich werde mich jetzt hier nicht noch stundenlang umschauen. Modellwindmühle. Cool. Aber hätte auch ein Wasserband sein können. Okay. Gehen wir erstmal nach Drellin. Ich muss da ja noch nicht gleich die Hauptquest machen. Ich werde da eh erstmal das Freundschaftsereignis machen. Ja, gucken wir mal. Da haben wir auch noch... mehrere Nebenquests zu erledigen. Aber jetzt fahren wir erstmal hin. Drellin Hauptbahnhof. Bitte. Oder Drellin. Drellin. Ach, keine Ahnung. Wir fahren einfach erstmal. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wirklich. Also Triglyph und Duval waren ja schon sehr markant. What an effective idea. Leave it to the privileged elite to find a way to make their lives even easier. What? Mir gefällt das Lied. Auch wenn ich gerade nur einen Teil davon gehört habe. Kann ich jetzt das hübsche Band herstellen? Wieso ist hier unter neu eigentlich alles? Okay, werden wir hier erstmal speichern. Locker, cocker, easy. Was sagt denn die Paarzeit? Oh Gott, das erkenne ich gerade gar nicht. 10 Minuten ungefähr, oder? 9 Minuten? Ja, keine Ahnung. Was soll's. So, wir sind Drellin. Eine neue Stadt, ein neues Gebiet. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Sieht so ein bisschen... Also, ich glaube, es wird ein bisschen Duval in Braun. Ui. Augenblick.
Ich gehe noch nicht weiter. So. The wind is really picked up. I have to be careful it doesn't blow off my hat. You're really fond of that thing, aren't you? This is my promise hat. I have to take really good care of it. What's a promise hat? If I keep my promises to my daddy, when I wake up in the morning, there's a present in the hat. Daddy says they're from a spirit who rewards good children. What a wonderful story. I've never heard of a spirit engaging in such behavior. Was für ein Geschenk gibt er dir denn? All kinds of things, like a personal teacup, or a limited edition kaleidoscope, or a really pretty cicada shell. Quite a varied lineup. This present spirit really puts a lot of time into this. Oh, and a pair of hand-knit gloves. They were so warm and soft, but I left them behind when we had to run away. Hand-knit? The spirit works harder than I do. Indeed. I would very much like to meet him one day. I want to see the spirit too, but do you think we can? I guess I'll just have to keep on keeping my promises to Daddy. Okay, meine Katzen sind auch wieder da. Oh, das ist ja wirklich eine süße Story. Okay, ich werde den jetzt erstmal nochmal nach Canberra schicken, in der Hoffnung, dass es mir ein paar Gaius-Klöße bringt, weil da bekomme ich ja auch noch so ein Ding. Boah, das ist ja wirklich schick hier. Hi. Also hier hätten wir ein bisschen Essen. Mensch, Mensch, Mensch. Aha, Enya. Dann hat die bestimmt die Tengu-Maske. Genau, das wollte ich gerade eben sagen. Sehr schön. Dann können wir die Quest bald abgeben. Ja, komm, bevor wir uns hier weiter umschauen, mache ich das lieber gleich erstmal schnell, bevor wir es vergessen. Hier. Bei wem jetzt? Okay, hier steht gerade noch Rowan, aber egal. Wow, danke, vielen Dank. Ihr habt mein Zeug von dieser lästigen, diebischen kleinen Katze gerettet. Ihr habt mir wirklich aus der Patsche geholfen. Ich bin euch so dankbar. Super duper dankbar. Ich könnte weinen. Schon gut, genug der Dankbarkeit. Tut mir leid, ich war nie gut darin, meine Gefühle für mich zu behalten. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich frag mich, ob das gut fürs Geschäft ist. Ach, macht euch darum keine Sorgen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Und das wäre... Seht hierher, mein Pokergesicht, Pokerface. Na, ihr könnt gar nicht sehen, dass ich gerade erröte. Ich bin völlig gelassen, die Ruhe selbst. Ein paar Anfänger wie ihr haben keine Chance gegen mich, wenn ich mein Pokergesicht aufsetze. Er wirkt jetzt auf jeden Fall ganz anders. Irgendwie aber unheimlich. Na, wie wär's? Wollt ihr mal probieren, ob ihr mir eine Gefühlsregung entlocken könnt? Ha, hab ich's euch nicht gesagt? Probiert es ruhig noch einmal. Ihr könnt mein Pokerface nicht durchschauen. Niemand kann das. Ach, wirklich? Ich liebe Herausforderungen. Wir sorgen dafür, dass du puderrot im Gesicht wirst. Stimmt's, Luga? Ja. Aber mein Gesicht ist bereits rot. Ihr seid machtlos. Hey, ich meinte aber dein Gesicht unter der Maske. Mann, jetzt kommt sie gleich mit ihrem Pokergesicht. Ganz genau, ganz genau. Gib dich deinen Emotionen hin. Stelle deine Gefühle voller Stolz zur Schau. Das wird dein Verderben sein. Weißt du was? Du brauchst diese Maske dringender als ich. Ich leise dir aus, während du an deinem Pokerface arbeitest. Was für eine bescheuerte Aufgabe. Hey, Moment mal. Poker-Minispiel spielen? Ich habe keine Jetons. What? Kann ich bei dir Jetons kaufen? Nein. Dann nehme ich erstmal 100. Habe ich jetzt Jetons gekauft? Ja. Gegen Preise umtauschen. Jetons mal 10.000. Dunkles Siegel, roter Umhang, blauer Umhang, Goldgamaschen. Zocker-Outfit Luger. Zocker-Frisur Luger. Ohne Jacke 2 Luger. Fürstin-Silia-Outfit. Legeres Outfit. Nimbus, Engelsflügel, Teufelsflügel. Teufelsschwanz, laufende Nase, Ohrringe, Herzaugenklappe, Zylinder, Mini-Zylinder, Koteletten, Entenschwanz-Frisur, Yin und Yang. Verbrannte Erde, Fackelnebel, ausbrechender Gisier. K
Kitty Chris, Gummifischlies, Katzenminze, Katzenspielzeug, Festmahl, Freundschaftstrank, Kupferklumpen, Klarizid, Lumizid, Purizid, Fences, Fellwirbelnde, Muschelschale, Kristallmuschelschale, Indigo-Kugel, gelbe Kugel, Quarzklotzen, altes versiegeltes Insekt, Julit-Erz. Holy shit, ich will die Outfits haben. Scheiß auf den Rest. Okay, was ist denn Pokern um Jeton hier? Ich kann übrigens nicht pokern, ja, wollte ich nur mal kurz sagen. Einsatz. Ach, 100. Behalten. Wähle eine Karte aus, die du tauschen möchtest. Natürlich die 4. Weg. Okay. Karte tauschen. Oh, wir bekommen einen Drilling. Super, ich habe gewonnen. Möchtest du den Einsatz verdoppeln? Ja. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Na, höher. Oh, ich habe gewonnen. Seht ihr? Einsatz... Na klar, Einsatz verdoppeln. Höher. Ich habe schon wieder gewonnen. Leute, ich habe schon 1200. Ey. Einsatz verdoppeln. Na klar. Niedriger. Fuck. Ich habe kein Geld mehr. Nein! Das machen wir nochmal. Nochmal 100. Poker. Oh man, I was this close to winning. Wow, Leia. I really can see everything you're thinking written plain across your face. And I can't see anything on yours. Always so perfectly calm. It's super creepy. There's nothing creepy about that. That's what's known as a poker face. In the game of poker, your expression can be every bit as crucial as the cards in your hand. Then the one with the best poker face of all of us has got to be Gaius. Ja. Auf jeden Fall. I'll die before I let you steal this pot, Rowan. Or maybe not. Yeah, as soon as he thinks he's about to lose, his expression turns incredibly menacing. Gaius's problem is that he simply cannot stand to lose. Are you in or are you out? Toy with me, old man, and it will be the last thing you ever do. Wow, he is intense. A pity that intensity isn't justified by his cards. Did you say something? Rowan, no table talk. Such tension. I'm trembling with excitement. Okay, wir werden natürlich gleich nochmal hier unser Glück versuchen. Pokerregeln braucht man nicht. So, wir setzen jetzt erstmal nur... Ach, 100. 7, 8, 9. Das ist ja natürlich nice. 7, 8, 9, 10, Bruder, klar. Machen wir mal das Ass weg. Ein paar Unentschieden. Shit. Aber wieso denn Unentschieden? Hier nochmal. Oh Gott, das ist nicht gut. Wollte ich doch gar nicht. Okay, nochmal. Aber wieso denn eigentlich unentschieden? Gegen wen spiele ich eigentlich? Und eine Joker-Karte. Mensch. Wir machen das beides hier weg. Uiuiui. Gewonnen. Werden wir natürlich gleich nochmal verdoppeln hier. Höher. Höher als 2 ist nicht schwer. Ja, einmal noch verdoppeln. Oh, komm schon. Okay, jetzt, nein. Tschüss. Ich habe jetzt erst mal 1200, aber ich glaube, das Outfit hat irgendwie 20.000 oder so gekostet. Wird natürlich anstrengend, das zusammen zu farmen, aber ich will immer so vielleicht Schritt für Schritt aus 100.000 machen. Oder aus 100, 1200, so wie jetzt eben. Und das halt 18, 19 Mal. Und dann geht das ja auch schon. Ja, 20.000 kostet das Outfit. Dann noch die Goldkamaschen, die Zockerfrisur, die anderen Outfits. Oh, 25, 10.000. Weil da wird schon noch einiges zusammenkommen. Aber ich glaube, dass ich das offscreen machen werde. Wow. Wir gucken uns jetzt erstmal, mehr oder weniger wie versprochen, Drellan an. Weil irgendwie ist der Part schon wieder ziemlich lang und irgendwie habe ich das jetzt total vergessen hier im Jeton-Pokern. Das hat einfach gerade Spaß gemacht. Also ich werde jetzt bestimmt keine Quest mehr anfangen. Aber wir können uns hier trotzdem noch umschauen. Zum Beispiel werde ich jetzt erstmal 2 Quests abgeben, die ich schon abgeben kann.
Oho. Ja, dass es hier irgendwie noch in so ein richtig wüstiges Ding geht, das habe ich fast schon erwartet, ehrlich gesagt. Irgendwie gefällt mir das hier. So, einmal mit jedem reden ist ja unwichtig, was sie sagen. Erstmal, Hauptsache, wir haben mit ihnen geredet. Ressourcenratgeber, was bist du? Accessoireladen? Brauche ich nicht. Waffenladen, das könnte schon interessanter werden. Nee. Oder eben auch nicht. Wir haben ja aber einen neuen Stuff. Oh, den Zeus-Schmetterer mit Wind. Die Harpienschneide, haha, die brauche ich. Habe ich die Materialien dafür? Nein. Rapier. Die Luftroute. Noch was Neues. Damn it. Kann ich denn den Rapier herstellen? Nein, scheiße. Kann ich den hier kaufen? Auch nicht. Okay, und was sagt der Rüstungsladen? Vielleicht... Was ist hier? Alkohollager? Nein, brauche ich nicht. So, dann erstmal die Quests abgeben hier. Pokerface. Ja. An die andere habe ich scheinbar gar nicht angenommen bisher. Was waren das überhaupt nochmal? Was ich da brauchte? Hä? Hatte ich nicht noch irgendwas fertig? Das habe ich mir wohl nur eingebildet, was soll's. Labarikessel, das wollte ich dann gerne noch probieren. Wo sind denn hier die Typen, die über die Monster reden? Ich habe bisher nur die Typen gesehen, die über Ressourcen reden. Hier haben wir noch eine Elven-Quest. Da könnten wir Elvens alternative Farbe bekommen, glaube ich. Ah. Okay. Einmal mit allen reden, wie immer. So. Das waren schon alle. Niemand, der hier Elite-Monster-Infos hat. Pff. So, geht's hier auf eine Höhenstraße oder geht Drellin noch weiter? Katamar-Gipfel. Tatsächlich ist Drellin echt klein. Wow. Aber ja, so ein Gebiet habe ich ehrlich gesagt erwartet. I still feel so comfortable around you. Isn't that weird? Sorry, jetzt habe ich das Gespräch nicht weiterlaufen lassen können, aber egal. Okay, machen wir mal kurz die Kämpfe und danach werde ich den Part auch erstmal beenden. Wir gehen dann rein. Im nächsten Part machen wir Freundschaftseignis Elven. Und wenn ich es nicht vergesse, eigentlich sollte ich das nicht. Dann werde ich im nächsten Part mal zum Labarikessel reisen. Und mal gucken, ob ich dieses Vieh schaffe. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so zuversichtlich. Zuversichtlich. Weil es so viele Punkte bringt. Das kann einfach nur stark sein. Ich meine, das bringt genauso viele Punkte wie dieses Sierra Bonk, was ich wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise in meinem Leben schaffen werde. Ja, mal gucken. Noch ein Gaius-Klus, sehr schön. Brauche ich noch zwei. Okay. Okay, sie redet immer noch. So. Dann bis zum nächsten Part und ciao.